Die erste technische Prüfung beginnt. Die Promis sind vor Ehrfurcht erstarrt. Jetzt kommt die technische Prüfung. Ah, finde ich nicht so geil irgendwie. Jetzt kommt einfach was, was man keine Ahnung hat. Für die technische Prüfung nehme ich mir vor, noch präziser, noch genauer zu arbeiten. Hier musst du Spitzenleistung bringen, damit du überhaupt eine Runde weiterkommst. Für uns alle wird das ja, genau weil wir alle dieselbe Aufgabe haben, jetzt das allererste Mal der wirkliche Vergleich. Komm, bring it on. Let's back. Die zweite Aufgabe ist bei uns immer die technische Prüfung. Und ihr könnt jetzt schon mal überlegen, um was es sich handeln könnte. Deckt die Zutaten bitte jetzt auf. Puderzucker, Mehl, Eier, Öl und Maismehl. Ja, zum Glück nicht allzu viel. So viel ist es nicht, ja. Sehr dezent. Ich hab Eier. Ich hab Eier. Vielleicht machen wir Spiegelei. Ich mach erstmal zwei Spiegelei. Und das ist jetzt alles. Okay, ich glaube, es ist ein Teig. Das ist ein Löffelteig. Löffelbiskuit. Könnten das Waffeln sein? Ach, da ist ja auch noch was drin. Für die Spezialisten unter uns, Muffinblech. Wozu das Glas? In Russland trinkt man Wodka aus solchen Gläsern. Was machen die überhaupt? Die Kollegen von der britischen Version vom Großen Backen haben gesagt, es ist die schwierigste Prüfung ever. Boah, toll. Oh nein. Ich dachte, perfekt für Sendung 1. Yeah. Dreht die Rezepte bitte jetzt um. Scheiße. Nein. Oh, das ist die Hölle, Freunde. Oh mein Gott. Es gibt genau eine Sekunde, in der du diesen Teig genau zu dem Glückskeks machen kannst. Vor und danach wird's nichts. Er hat ihn aber schon gemacht. Danke, Bettina. Dein Name steht da drauf. 9 Zentimeter. 9? Das sind 9. Und wie viel brauchen wir? 9. Betty, wie viel Glück braucht man denn, um Glückskekse zu backen? Eigentlich gar keines, wenn man richtig gut backen kann. Ihr müsst dünnen Waffelteig herstellen und diesen in die typische Form bringen. Ganz wichtig, zügiges Arbeiten. Damit die Kekse die typische Form erhalten, müssen sie noch warm und weich sein. Ihr habt 75 Minuten Zeit. 10 Kekse könnt ihr backen und achtet bitte darauf, dass sie euch nicht zerbrechen, denn die 5 schönsten sollt ihr uns nachher präsentieren. Die technische Prüfung wird blind verkostet, deshalb bitte ich euch schon mal in die Garderobe. Wir wünschen euch viel Glück. Danke. Ich gebe euch schon mal den Warnhinweis. Lasst kein Ei fallen, lasst kein Mehl verrieseln. Ihr habt diese Zutaten nur einmal. Es gibt keinen Ersatz. Und auf mein Kommando geht's wie immer los. Auf die Plätzchen. Fertig. Backt. Ob man wohl Defizite beim Backen durch einen Kessenspruch im Keks ausgleichen kann? Aber erst einmal Eier trennen. Ohne dass Eigelb ins Eiweiß gerät. Begrenzte Ressourcen. Ich mache richtig viel falsch und brauche immer neue Ressourcen. Und das darf mir jetzt überhaupt auf gar keinen Fall passieren. So, 3, bis gleich. So sollen die Kekse mal aussehen. Also ein Glückskeks hat eine ganz typische Form. Es ist ein dünner Hippenteig. Er hat dieses Gefaltete und innen drin ist natürlich dann immer eine kleine Botschaft. Der perfekte Glückskeks hat für mich eine etwas dunklere Backkante. Die Kante ist glatt, die ist jetzt nicht so ausgezackelt. Und dann ist er leicht bauchig und ist so schön gewölbt mit 2 Beinchen, die so nach unten gehen. Das war's eigentlich schon. Klingt sehr simpel. Und was könnte simpler sein als Eier trennen? So scheiße, du. Das Einzige, was nicht passieren darf, ist passiert. Bei mir ist dieses scheiß Ei gelb. Ins Eiweiß rein. Und jetzt habe ich Mist. Dabei hat sich der erfolgsverwöhnte Sportler akribisch vorbereitet. Sein Coach wollte einen ganz großen Bäcker aus ihm machen. Geht's los, Großer? Auf geht's. Wir machen heute entweder Apfel- oder Kirschkuchen. Kirschen. Muss ich weniger schälen? Ja, du bist ein bisschen faul. Das ist jetzt nicht mehr das Handballparkett, jetzt sind wir in der Backstube. Aber sobald es losgeht, ist der Sportler, glaube ich, sofort geweckt in mir. Es darf niemals Eigelb mit ins Eiweiß. Wenn das passiert, ist das ganze Eiweiß nicht mehr zu gebrauchen. Pascal hat unheimliches Backpotenzial und gibt auch Gas. Ein Wendertyp, ja? Sonst wäre er ja nicht Weltmeister geworden, sage ich mal. Ja?
Was suchst du da jetzt? Ob da noch Körner drin sind. Okay, gut. Von meinem Paniermehl, was ich da reingemacht habe. Das sind gemahlene Mandeln, ja. Das ist vielleicht doch so ein kleiner Vorteil, dass ich überhaupt keine Erfahrung vorher hatte. Ich glaube, dann ist man im Coaching auch ein bisschen aufmerksamer. Immer volle Konzentration, möglichst nah am Rezept und wenig Freestyle. Pascal, ich möchte dich im Finale sehen und dann ganz oben auf dem Treppchen. Eins nach dem anderen. Jetzt zum Glückskeks. Was braucht man denn dafür? Öl brauche ich. Öl. 3 Esslöffel Öl. 1, 2, 3. Das Eiweiß wird mit Öl und Wasser schaumig, aber nicht steif geschlagen. In der Zwischenzeit werden die nächsten Zutaten gemischt. Mehl, Maismehl und Salz. Mehl, Maismehl und Salz. Hey, Mehl, wie viel Mehl? 65 Gramm Mehl. Mehl immer sieben. Mehl immer sieben. Maismehl, wie viel Maismehl? 1,5 Teelöffel. Eine Prise Salz. Was bedeutet Prise? Das ist definitiv keine Prise. Luca scheint ein neues Hobby gefunden zu haben. Boah, aber 100 Gramm Puderzucker 7 ist auch geil. Das ist immer so eine Fizzelarbeit. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Jetzt wird die Eiweißmischung mit den trockenen Zutaten zu einem glatten Teig verrührt. Ich gehe mit meinem Teig sehr vorsichtig um, weil er darf keine Blasen werfen. Also wird er nur ganz liebevoll an den Schüsselrand geklebt. Wie sieht er bei dir aus? Du musst ihn vorsichtig unterrühren. Vorsichtig. Aber der wird hart. Der wird hart? Ja, guck. Ja, nee, mach weiter. Das wird dann so. Ich habe viel weniger Masse als Franzi da drüben. Für 10 wird es, glaube ich, nicht reichen. Wir brauchen aber auch nur 5. Also ich hoffe, dass ich die 5 zusammenkriege. Wir schauen mal. Der Teig soll jetzt 10 Minuten ruhen. Ich habe mir jetzt den Wecker gestellt. Und dann kann es gleich weitergehen. Glückskekse bestehen aus einer Hippenmasse. Das ist eine Art dünner Waffelteig. Der Teig sollte 10 Minuten ruhen. Einfach damit diese Luftbläschen, die durch das Eiweiß in dem Teig sind, rausgehen können, damit keine Löcher nachher entstehen. Und ganz typisch für einen Glückskeks sind natürlich die Sprüche. Und diese können unsere Kandidaten genau in diesen 10 Minuten auch selber aufschreiben für uns. Es ist gar nicht so einfach, sich in der Zeit eine Konfuzius-kompatible Weisheit zu überlegen. Das kommt von Herzen, du bist super, morgen wird dein Tag und I love you. Eigentlich ist das I love you für Betty, aber ich möchte Christian jetzt nicht zu nahe treten. Was machen Promis in Berlin? Sie ziehen ihre Kreise. Ich habe ja gelesen, es dürfen nur 2 Kreise pro Blech. Kreise konnte ich übrigens schon in der Schule gut. Das kann ich gut. Ach, bin ich aufgeregt. Auf die gezeichneten Kreise kommt eine durchsichtige Silikonmatte. Dann werden die Vorlagen mit Teig ausgestrichen. Das bockt. Viel hilft viel ist kein Glückskeksspruch. Aus gutem Grund. Wenn der zu dünn ist, dann bricht er durch. Wenn er zu dick ist, kannst du nicht biegen, nach 10 Minuten wahrscheinlich. Nur 2 Kekse dürfen gleichzeitig in den Ofen. Das bedeutet, man kann nur alle 10 bis 12 Minuten einen neuen Versuch starten. Okay, wir probieren mal. Jürgen Milski lässt nichts anbrennen. Jetzt bereite ich schon die 2. Charge vor. Du bist geil drauf, Jürgen. Voll der geile Typ. Der Pascal will mich gerade wieder um den Finger wickeln und ablenken. Wie schnell du immer arbeitest, das ist der Knaller. Keine Chance. Mr. Understatement, ich kann gar nichts und bin immer der Erste. Ciao.